Warum das nicht Robert Habeck in die Hand nimmt? Der ist doch Kinderbuchautor. Stattdessen arbeitet er als Wirtschaftsminister. Das liegt ihm doch gar nicht. Wir leben in Deutschland, das sich von Lummerland fundamental unterscheidet. Wir haben keinen König Alfons, den Viertel vor Zwölften. Wir haben Olaf Scholz, den 0815. Und Dieter Nuhr macht sich nicht nur über Robert Habeck und die Grünen lustig, sondern alleine der Jim-Knopf-Vergleich ist genial. Er rechnet nicht nur mit diesem perfiden Gedanken einer frauenfeministischen Politik ab, sondern zieht vor allen Dingen auch die Arbeit von einem Robert Habeck gleich in den ersten Sätzen richtig schön durch den Kakao. Lass uns gemeinsam die drei Parts durchgehen, die überall viral gegangen sind. Wie immer, Teil nicht vergessen und wir starten direkt mit dem ersten Part. Raus die Sau. Nee, aber und was mir persönlich überhaupt nicht gefällt, ist, die Figur ist völlig unrealistisch. Ein Lokomotivführer, der das ganze Buch lang nicht streikt. Ich finde, man sollte das ganze Buch mal ganzheitlich der Gegenwart anpassen. Wegen Verspätung fängt es erst auf Seite 81 an, um dann kurz vor dem Tal der Dämmerung unplanmäßig zu stoppen, wegen Verspätung eines vorausfahrenden Halbdrachens oder was weiß ich, weswegen Scheinriesen im Gleis oder was auch immer. Frau Malzahn hat auf eine Signalanlage gekotzt. Nee. Klaus Wieselski kommt im Buch gar nicht vor. Da ist noch viel Arbeit für unsere Kulturreinigungskräfte. Ich verstehe nicht, warum das nicht Robert Habeck in die Hand nimmt. Der ist doch Kinderbuchautor. Stattdessen arbeitet er als Wirtschaftsminister. Das liegt ihm doch gar nicht. Was soll das? Wir leben in Deutschland, das sich von Lummerland fundamental unterscheidet. Wir haben keinen König Alfons, den Viertel vor Zwölften. Wir haben Olaf Scholz, den 0815. Und Jim Knopf kam ja per Post in Lummerland an. Bei uns würde ihn der Paketbote auf der Nachbarinsel abgeben. Migranten mit der Post zu schicken, auf die Idee sind die Schleuser bei uns noch gar nicht gekommen. Und die ganze Geschichte ist im Grunde hochreaktionär. Jim Knopf und Lukas müssen die Insel verlassen, weil angeblich zu wenig Platz ist. Das klassisch reaktionäre Narrativ, das Boot ist voll. Nee, König Alfons ist Monarchist, Herr Ärmel und Frau Waas sind klassisch bürgerlich, wahrscheinlich also rechts. Das ganze Buch muss weg. Ja. Ich frage mich, wie wir überhaupt aufwachsen konnten mit solchen Büchern. Mit Ottfried Preußler, das kleine Gespenst hat er geschrieben, der Räuber Hotzenplotz und so weiter. Das hat mir als Kind wahrscheinlich den Geist verwirrt damals. Nicht? Der Ottfried Preußler, der nach dem wurde ja dieses Gymnasium in Pullach benannt und die wollen jetzt den Namen ändern, weil Ottfried Preußler 1940, also mitten im Krieg, als Jugendlicher Schriften verfasst hat, die nicht zum Sturz des Hitlerregimes aufriefen. 1940 war aber meines Wissens ohnehin kein gutes Jahr für Bücher. Das war... Außerdem wird ihm vorgeworfen, er hätte Hexerei und Magie beschrieben und Gewalt als Konfliktlösungsmodell dargestellt. Das ist der Vorwurf, was Gewalt übrigens zweifellos ist. Probieren Sie es mal aus. Einmal richtig auf die 12, schon ist der Konflikt gelöst. Aber das gehört natürlich so nicht in die Literatur. Bitte. Und das finde ich das Interessante. Hier wird einer angeprangert, der Gewalt als Konfliktlösung sieht. Dabei ist die Bundesregierung doch permanent auf Krawall gebürstet. Das heißt, es wird alles mit Gewalt gelöst. Egal in welchem Konflikt wir mitmischen, egal was die Ursache war, auch da wird mir immer wieder viel zu sehr auf die Symptome eingegangen als auf die Ursache. Es wird mit Gegengewalt reagiert und um härter zu werden, hat man dann Strack-Zimmermann installiert, die dann im Endeffekt nach Aufrüstung schreit wie ein Kleinkind. Und wisst ihr, was ich das Spannende finde? Es wird ja mittlerweile sogar so perfide, dass manche Menschen die Bibel wollen die gendern, damit man die ja besser verstehen kann und auch der Minderheit zur Verfügung stellt. Ich glaube nicht daran, dass diese Minderheit davon irgendwas hätte, aber auch darüber wird mittlerweile diskutiert. Und ganz ehrlich, wenn du dir dieses Video ansiehst, würde es mich nicht wundern, wenn es schon eine gegenderte Bibelversion gibt. Also auch das finde ich einfach nur krank in der jetzigen Zeit, solche Probleme an Prioritätsstufe Nummer 1 zu stellen, als ob wir nicht schon andere Probleme haben und dementsprechend auch das Wort mit dem Häuptling, mit dem
und Indianer mit dem, ja, was man eigentlich noch sagen darf, Negerkuss. Also all diese ganzen Sachen, die ich persönlich einfach nur als Scheinargumentation sehe, wie man politisch korrekt sein möchte und sich immer wieder diese Toleranz auf die eigenen Fahne, auf die eigene Fahne schreibt, aber eben maximal intolerant ist mit den alten weißen Männern, die vielleicht andere Werte gut finden, wenn es die überhaupt gibt, diese Gruppe. Und deswegen komme ich jetzt zum zweiten Part, der überall viral gegangen ist. Ja, warum schreibt Preußler über den Zauberer Petrosilius Zwackelmann und nicht über eine, weiß ich nicht, Sozialpädagogin namens Özbek Dakota Müller-Hernandez? Ja. Nach so einem kann doch keine Schule benannt werden. Ja, auch bitte, ich bin noch nicht fertig. Auch die Gebrüder Grimm gehen doch gar nicht. In Rotkäppchen wird sich offen für die Tötung von Wölfen ausgesprochen. Und bevor jetzt irgendwer fordert, die entsprechenden Schulen in Helene-Fischer-Schulen umzubenennen. Helene Fischer hat gesungen, Sommer war's und du warst da, wie nie zuvor war ich dem Himmel nah. Ich werde das Buch, ja, ich werde... Ich werde das Buch mit den Gedichten von Helene Fischer von meinem Nachttisch verbannen. Ja, ist jetzt sowieso nicht mehr die Zeit zum Lesen. Der Frühling kommt, die Tage werden länger, was vielen Menschen bei uns natürlich Sorgen macht. Die Menschen sagen, wenn das so weitergeht, aber es ist irgendwann gar nicht mehr dunkel. Wir neigen ja hierzulande zu vorausschauenden Verzweiflung. Aber der Frühling ist für viele auch eine positive Zeit. Die Zeit der Frühlingsgefühle, Paarungszeit, häufig kommt es zu Sexismus. Und dazu ein wichtiger Hinweis, Tripper und Syphilis nehmen zu. Und auch wenn man es bei der AfD nicht glauben wird, es wird nicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen. Da kommt, ja. Allerdings werden ganz viel andere schlimme Dinge über den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, nämlich die Staatspropaganda. Auch das ist nochmal hier zu erwähnen. Auch da haben wir im letzten Video die vier Techniken beschrieben, wie uns die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder in eine Richtung drängen bzw. manipulieren wollen. Dazu unbedingt die Videos hier täglich auch verfolgen. Interessant finde ich aber auch die Aussage, wie er sich auch hier zu dem Thema Helene Fischer geäußert hat. Ich meine, diese Frau ist ja dafür momentan bekannt, dass sie ja Flagge gegen Rechtsextremismus gezeigt hat. Ich meine, auch da finde ich es immer wieder spannend, dass diese ganzen Stars immer wieder Gratismut an den Tag legen, teilweise eben dann auch noch Dinge ja mit adaptieren oder sich dafür instrumentalisieren lassen. Und da ist ja immer auch wieder die Hauptkritik, dass ja rechtsextrem momentan alles ist, was gegen die Ampel schießt oder gegen die Mainstream-Medien, und das kann es einfach nicht sein. Deswegen, ich bin echt gespannt, was du zu sagen hast zu der Kritik, die hier Dieter nur geäußert hat. Wie immer, sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf dem Kanal.